Wildschweine sind zu einer echten Plage geworden. Um den Bestand der Schwarzkittel zu dezimieren, organisiert Forstbetriebsleiter Ulrich Mergner im oberfränkischen Ebrach jedes Jahr rund 40 Drückjagden. Die Tiere haben sich hier im Steigerwald in den letzten Jahren rasant vermehrt. Zum Leidwesen vieler Landwirte. Denn bei der Futtersuche bleiben die Wildschweine nicht im Wald, sondern richten auch auf Feldern und Wiesen große Schäden an. Und sie könnten die afrikanische Schweinepest übertragen. Die Angst davor ist groß. Vom Staat gibt es sogar 20 Euro Abschussprämie pro Tier. Im Revier Schmerb wollen heute 150 Jäger ihr Bestes geben. Aber dieses Jahr ist die Schwarzwildjagd besonders schwierig. Das Problem heuer ist, dass viele Muttertiere schon kleine Junge haben. Frischlinge nennen wir das. Und wir müssen unseren Jägern eben genau erklären, welche Tiere dürfen sie schießen und welche müssen sie als Schutz des Muttertiers leben lassen. Statt wie früher im Januar, Februar gibt es jetzt schon Frischlinge. Die Bachen sind gut genährt, vielleicht eine Folge der Eichelmast. Obwohl die Sauen mit Nachwuchs verschont bleiben, werden heute 44 Stück Schwarzwild und 37 Rehe in dem rund 1000 Hektar großen Jagdgebiet erlegt. Am Sammelplatz werden die Tiere kopfüber aufgehängt und weitmännisch ausgenommen. Förster Andreas Friedl organisiert den Verkauf. Viele der Jäger nehmen gerne selbst ein Stück mit nach Hause. Der Rest geht an Großhändler. Der Preis ist leider Gottes nicht mehr so, vor allem wenn wir es an den Wildbrethändler abgeben müssen. So sind wir schon zufrieden. Also wir verkaufen das Kilo zwischen 3,50 Euro und 4 Euro. Das ist ein guter Preis. Aber was wir halt privat nicht loskriegen, das müssen wir an den Wildbrethändler verkaufen. Und da liegen wir bei irgendwo bei 50 Cent, glaube ich. 50 Cent, zum Teil sogar noch weniger, für ein Kilo Fleisch, bezogen auf das ganze Tier mit Kopf und Läufen. Das Problem, von überall her bekommen die Händler jetzt im Herbst Sauen angeboten. Gut, dass der Forstbetrieb eine eigene Verkaufsstelle hat. Dort können für ein Kilo Wildschweinrücken ohne Knochen 23 Euro erlöst werden. Anfangs war die Direktvermarktung aber gar nicht so einfach. Die größten Schwierigkeiten waren, dass wir die richtigen Metzger dazu gefunden haben. Die in unserem Sinne das machen, dass alles sauber ist. Ich will es ja den Endverbrauchern abgeben. Wir müssen die Gesetze beachten. Also es muss schon was Gutes sein. Das zweite Problem war, dass selbst unser Arbeitgeber relativ skeptisch war. Und wir mussten 3 Jahre lang oder 4 Jahre lang haben wir ein Pilotprojekt gemacht, zusammen mit 3 anderen Forstbetrieben. Und die Kosten zusammengestellt. Und hat sich herausgestellt, dass es also zumindest sich selber trägt. Und mittlerweile machen alle Selbstvermarktung. Heuer zum letzten Mal, glaube ich, die letzten 10 Heuer noch beigetreten oder mussten beitreten und mussten auch jetzt Selbstvermarktung machen. Doch während viele Betriebe der bayerischen Staatsforsten nur Fleisch verkaufen, macht man in Ebrach auch Wurst, wie beim Metzgermeister Michael Dorbert in Weizendorf. Heute wird ein Keiler verarbeitet. Der muss erst getestet werden, auf Ebergeruch. Das Backenfleisch wird aufgekocht. Nee, riecht nicht. Ganz sicher. Wie riecht's denn, wenn es schlecht ist? Es riecht so richtig stark nach Urin. Ja. Ist in Ordnung. Also wir können eine Bratwürste machen. Würde das Fleisch riechen, könnten daraus immer noch Rohschinken, Salami oder Krakauer gemacht werden. Doch heute gibt's Bratwürstel. Wer Wildschweinfleisch weiterverarbeitet, kann damit einen höheren Verkaufspreis erzielen. Diese Möglichkeit haben private Jäger aber meist nicht. Übrigens, hier im Steigerwald gibt es keine radioaktive Belastung. Bei Messungen bleiben die Werte immer unter der Nachweisgrenze. Zurück zur Sammelstelle. Viele Jäger haben sich schon Tiere für ihren privaten Verbrauch ausgesucht. Den Rest übernimmt ein Transporteur für einen großen bayerischen Wildbretthändler in Bad Wörishofen. 81 Stück haben wir insgesamt erlegt, 36 sind verkauft. Dann kriegst du so an die 40 Stück. Das passt. Ja. Hochwertiges Fleisch, sozusagen aus artgerechter Haltung, muss jetzt zu Billigstpreisen verkauft werden. Das tut weh. Also wir hätten gerne einen ordentlichen Preis. Ja? Diese irgendwas unter 1 Euro Preise, die der Wildbrethändler zahlt, die sind überhaupt nicht angemessen zu dem, was das Fleisch eigentlich wert ist. Es ist ein hochwertiges Lebensmittel und da sollte man mal dafür sorgen, dass hier auch denen, die hier das blutige Handwerk machen müssen, auch ein höherer Preis gestattet wird.
Die frisch gebrühten Wildschweinwürstel liegen schon auf dem Rost. Förster Andreas Friedl kommt zur Qualitätskontrolle. So, brauchst du einen Senf dazu? Oder? Nein, nicht? Bei der guten Wurst braucht man keinen Senf. Sonst schmeckt ja nicht, wie es schmeckt. Ja, das stimmt. In dieser Form sieht der Förster und Jäger ein Wildschwein ganz gerne. Wunderbar. Da lacht mein Herz.